Einladung. Es ist mir eine Freude, an diesem Tag und an diesen Veranstaltungen mitzuwirken. Vorab auch ein herzliches Dankeschön an die beiden Dolmetscher. Ich hoffe, ich rede langsam genug, damit alles funktioniert. Wenn nicht, bitte einfach entsprechend intervenieren. Ja, meine Damen und Herren, das Thema, das ich behandeln werde, ist eines, was zumindest in Deutschland in den letzten Wochen wieder verstärkt in den Fokus gerückt worden ist. Ich will versuchen, in etwa 30 Minuten verschiedene Unterbereiche vorzustellen. Zu Beginn werde ich mich kurz mit Begrifflichkeiten beschäftigen, dann einige Beispiele benennen, ein bisschen was zur Empirie sagen, was wissen wir empirisch über die Probleme beim Zusammentreffen von Polizeibeamtinnen und Beamten und psychisch gestörten Menschen. Dann zu typischen Einsatzsituationen, Symptomen und Gefahren. Und am Ende will ich mit ein paar Handlungshinweisen und strukturellen Vorschlägen abschließen dann. Worum geht es? Es geht um Menschen, die beim Zusammentreffen mit Polizei als psychisch krank, psychisch gestört, psychisch auffällig bezeichnet werden. Laut der Definition der WHO im ICD-10 beschreibt psychisch krank ein verändertes Denken, Fühlen oder Wollen einer Person, was vom Betroffenen in seinem Umfeld als sozial einschränkend empfunden wird. Die deutschen Begrifflichkeiten sind durchaus stigmatisierend, von daher ist der englische Begriff Mental Disorders in jedem Fall vernünftiger zu verwenden. Aber um zu beschreiben, worum es geht, denke ich, ist ICD-10 und im Kapitel 5 die Bereiche F00 bis F99 die entscheidenden. Entscheidend ist, und darauf stelle ich eben ab, die konkrete Situation, in der wir uns befinden, weil darum dreht sich die gesamte Problematik. Und in dieser Situation um das veränderte Denken, Fühlen oder Wollen eines Menschen. Und gerade das Wollen spielt ja für einen Strafrechtler eine ganz entscheidende Rolle. Und zwar in einer Situation, wo dieses Verhalten einer Person von der Umgebung, von ihm selbst oder auch von den Polizeibeamtinnen und Beamten sozial einschränkend oder zumindest irritierend empfunden wird. Dabei spielt es erst einmal keine Rolle, ob es sich bei der Ursache der akut auftretenden Störung um eine Krankheit, eine akute situative Störung, um die Folge eines Drogen- oder Alkoholkonsums oder um andere extern ausgelöste Verhaltensweisen geht. Denn das soll und spielt für die Polizeibeamtin in diesem Kontakt keine Rolle oder nur eine bedingte. Einige Beispiele, die auch deutlich machen, wie unterschiedlich mit diesem Problembereich umgegangen wird. Einige Beispiele aus den USA zu Beginn. Im März 2019 war Stacey Kenney, die man am besten mit dem Wort divers umschreiben könnte, mit ihrem PKW an den Straßenrand gefahren, was Polizeibeamten seltsam vorkam. Sie sind hinterhergefahren, wollten sie überprüfen, haben festgestellt, ihre Seitenspiegel waren mit Klebeband abgeklebt und sie hat dann, als sie die Polizeibeamten gesehen hat, ein Gerät aus dem PKW geworfen, was hohe Töne von sich gab. Dann fuhr sie langsam in den Verkehr zurück. Deutliche Anzeichen einer psychischen Störung, wie auch das Police Department später selbst einräumte. Bei ihm wurde eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Dennoch ruft sie in dieser Situation den polizeilichen Notruf an und bittet um eine Erklärung, warum sie angehalten wird. In dieser Zeit schlagen Polizeibeamte die Scheibe des Fahrzeuges ein, tasern sie zweimal, schlagen ihr mehrmals ins Gesicht und versuchen, sie an den Haaren herauszuziehen. Sie war jedoch mit dem Sicherheitsgurt fixiert. Sie versucht dann zu fliehen. Einer der Beamten sitzt im Fahrzeug, warum auch immer, und sie wird dann letztendlich, also Kenny wird letztendlich erschossen. Die Familie erhält, und das ist ein ganz wichtiger Punkt für einen Vergleich später,
eine Entschädigung in Höhe von 4,55 Millionen US-Dollar. Die Beamten wiederum wurden nicht strafrechtlich belangt. Die Behörde sprach sie von jeglichem Fehlverhalten frei und erklärte, sie hätten weder gegen Gesetze verstoßen noch interne Vorschriften verletzt. Die Stadt räumte lediglich ein, Ausbildung und Überwachung müssten verbessert werden. Zweites Beispiel, noch höhere Entschädigung, 12 Millionen Dollar zahlte Rochester in New York, im Staat New York der USA im Jahre 2020. Daniel starb, nachdem die Polizei ihm eine Spuckhaube über den Kopf stülpte und seinen Kopf auf den Bürgersteig drückte. Sein Tod wurde durch, Zitat, Komplikationen einer Asphyxie im Rahmen einer körperlichen Fixierung verursacht. Das ist das, was wir als lagebedingten Erstickungstod bezeichnen, wobei dieses excited delirium und eine akute PCB-Intoxikation als beitragende Faktoren genannt wurden. Der Betrag, der Entschädigungsbetrag entspricht dem, was die Stadt Louisville kurz vorher in einem anderen Fall zahlen musste. Und Sie alle kennen den Fall George Floyd in den USA. Hier wurden sogar 27 Millionen Dollar Schadensersatz gezahlt. Zusammenfassend erstmal als Zwischenfazit, in den USA ist dieses Problem seit vielen, vielen Jahren bekannt. Ich selbst habe vor etwa 25 Jahren mit Studierenden der Polizeihochschule in Villingen-Schwenningen den New Yorker Polizei besucht. Wir wurden dort mit diesem Problem konfrontiert. Die Polizei hat sich deshalb damit intensiv beschäftigt in den USA, weil sie schon damals zu hohen Schadensersatzzahlungen verpflichtet worden ist, aufgrund dieser Verhaltensweisen. Das ist ein wesentlicher Unterschied zur Situation in Deutschland, wo wir solche Zahlungen praktisch überhaupt nicht kennen. Einige Beispiele aus Deutschland. Ein Fall aus dem Juni 2020 im Bereich Bremerhaven. Mohamed Idrissi. Sie finden übrigens Hinweise zu den Fällen in dem Skript, was Ihnen zur Verfügung gestellt werden wird. Mohamed Idrissi stirbt bei einem Polizeieinsatz. Ausgangspunkt war ein zeitgleich stattfindender Einsatz, einerseits wegen einer Sachbeschädigung. Er hatte seine Wohnung unter Wasser gesetzt, weil er im Wahn glaubte, damit Probleme lösen zu können. Und zeitgleich sollte er zu einer psychiatrischen, psychologischen Untersuchung vorgeführt werden, sodass zwei Streifenwagen gleichzeitig unterwegs waren. Im Ergebnis war es dann so, dass Polizeibeamte ihn aus der Wohnung herausgeholt haben. Es im Vorfeld der Wohnung zu einer Auseinandersetzung kam. Er hatte ein Messer mitgenommen aus der Wohnung. In der Wohnung stand nur noch ein Gasherd in Bruchstücken und er hatte eben wohl ein Messer. Es gab dann eine Diskussion, es gab einen Pfefferspray-Einsatz und am Ende ging Mohamed mit einem Messer auf einen der eingesetzten Polizeibeamten los. Die haben geschossen und er war tot. Es gibt zu diesem Fall noch diverse Unterfacetten. Der Fall läuft im Moment noch, wird noch ermittelt. Da will ich hier nicht mehr dazu sagen. Und zumal ich für die Familie auch damit beauftragt bin, zu diesem Polizeieinsatz ein Gutachten zu erstellen. Den zweiten Fall aus Deutschland haben Sie vielleicht auch verfolgt, in Dortmund, August 2022. Mohamed Tramé wird mit 5 Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet. Ausgangspunkt war hier der Verdacht auf Selbstgefährdung eines in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebrachten 16-jährigen Flüchtlings, der seit einem Tag erst in Dortmund war. Die Besonderheit hier, er war am Vorabend auf dem zuständigen Polizeirevier in dem Stadtteil, wo er dann auch erschossen wurde, wo er untergebracht war, ist dort eingeliefert worden in eine Psychiatrie, weil er selbst erklärt hat, er fühlt sich nicht gut. Die haben ihn am nächsten Vormittag entlassen und im Laufe des Tages kam es dann zu dieser Auseinandersetzung, weil die Jugendhilfeeinrichtung selbst die Polizei gerufen hat, die dann mit 12 Personen angerückt ist. Auch hier zu Details habe ich mich in der Presse geäußert, kann man nachlesen, welche Fehler da gemacht worden sind. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen. Letzter Fall, Mannheim, Mai 2022, auch das haben Sie vielleicht verfolgt.
Das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim teilt der Polizei mit, dass ein Patient Hilfe benötigt. Konkret, er hat das Institut verlassen, war unterwegs. Zwei Polizeibeamte treffen ihn in der Innenstadt an. Er stellt erstmal keine Gefahr für sich oder andere dar. Dennoch bringen die beiden ihn zu Boden. Ein Beamter schlägt mindestens dreimal mit der Faust auf seinen Kopf. Zudem fixieren sie ihn auf dem Boden. Der Mann kollabiert und stirbt. Auch hier wird dann bei der Autopsie später ein lagebedingter Erstickungstod festgestellt, was übrigens bei einer Autopsie im Nachhinein immer nur sehr schwer feststellbar ist. Die Mediziner unter Ihnen werden das nachvollziehen können. Von daher kann man in meinen Augen diesen lagebedingten Erstickungstod auch eher feststellen, wenn man sich die Situation ansieht, unter der die Person quasi dann zu Tode kommt. Ja, zur Empirie. Was wissen wir über solche Probleme? Wir wissen, dass in den USA zwischen 2015 und 2020 über 5.600 Menschen durch die Polizei getötet wurden. Und das ist der entscheidende Punkt, in etwa einem Viertel dieser Todesfälle eine Person mit einer psychischen Erkrankung beteiligt war. Dieses Viertel ist in meinen Augen, ähnlich wie die Zahlen zu Deutschland, die ich Ihnen gleich präsentieren werde, unterschätzt, weil in vielen Fällen eben nicht wirklich dokumentiert werden kann oder dokumentiert wird, ob und gegebenenfalls welche Störung hier vorgelegen hat. Die Kollegen in den USA haben jedenfalls festgestellt, dass Menschen mit einer unbehandelten psychischen Erkrankung, und darum geht es, ein etwa 16-mal höheres Risiko haben, bei einer Schießerei mit Polizeibeteiligung getötet zu werden als andere. Unbehandelt, das ist ganz, ganz entscheidender Punkt. Für Deutschland gibt es Hinweise, dass mindestens die Hälfte der von Polizeibeamtinnen getöteten Personen psychische Probleme hatten. Die Zahlen sind bei weitem nicht so hoch wie in den USA. Wir hatten in den Jahren 2015 bis 2021 ganze 92 Todesfälle durch Polizeischüsse. 2022 waren es bislang 5 solcher Fälle. Wobei hier die Todesfälle durch andere Maßnahmen, also zum Beispiel lagebedingten Erstickungstod, nicht erfasst sind. Hintergrund des Ganzen ist, dass die WHO sagt, dass jeder vierte Mensch im Verlauf seines Lebens von psychischen oder neurologischen Beeinträchtigungen betroffen ist. Das ist der Bevölkerungsdurchschnitt. Nun wissen wir, dass in der Gruppe von Menschen, mit denen Polizeibeamtinnen und Beamte häufiger zu tun haben, einerseits Straftäter, andererseits Menschen, die in einem bestimmten sozialen Umfeld leben, sozial benachteiligt leben, dieser Anteil deutlich höher ist. Das hat etwas zu tun mit dem Zusammenhang von physischer und psychischer Gesundheit. Menschen, die in sozial schlechten Bedingungen unter sozial schlechten Bedingungen wohnen, haben in der Regel auch eine schlechtere physische Gesundheit und damit geht oftmals eben auch einher eine schlechtere physische Gesundheit. Das alles kann man empirisch nachweisen, das alles ist bekannt. Das haben amerikanische Kollegen auch für die USA nachgewiesen, dass dort in Gebieten, wo eben mehr Armut, mehr Arbeitslosigkeit, mehr Gewalterfahrung, mehr Diskriminierung und Ähnliches herrscht, dass dort solche Vorfälle häufiger sind und einfach deshalb, weil eben dort es mehr Menschen mit solchen Mental Disorders gibt. Das heißt, für sie ist die Wahrscheinlichkeit, Opfer in diesem Sinne zu werden, deutlich höher. Das weiß die Polizei auch. Die Polizei weiß auch in Deutschland, dass in bestimmten sozialen Bereichen von Gemeinwesen vermehrt Probleme gibt. Sie reagiert darauf, aber in meinen Augen unzureichend. Auch das wäre vielleicht ein Thema für die Diskussion, zwar generell unzureichend, nicht nur in Bezug auf psychische Störungen. Was für Situationen sind das jetzt, in denen es zu solchen Auseinandersetzungen mit schweren Folgen kommt? Sie sind für alle Beteiligten, für die Person, die dann Opfer wird, aber auch für die Polizeibeamtinnen und Beamten in besonderer Weise ungewöhnlich. Außergewöhnlich deshalb, weil sie einerseits
dennoch relativ selten sind, ähnlich wie ein Schusswaffengebrauch in Deutschland relativ selten ist, weil sie im Grunde genommen nicht wirklich kalkulierbar sind. Es ist eben so, dass diese Situationen immer anders ablaufen, wie wir auch in einem Beispiel gesehen haben. Was diese Beispiele eint, ist, dass wir immer klare Signale einer psychischen Störung haben, die auch von den Polizeibeamtinnen und Beamten wahrgenommen werden. Und es wahrgenommen werden können. Ob sie individuell wahrgenommen werden, das können wir ganz oft nicht sagen. Und was auch feststeht, dass diese Personen polizeiliche Anweisungen nicht angemessen wahrnehmen können und entsprechend darauf nicht reagieren können. Und dabei geht es sowohl um verbale als auch nonverbale Signale. Das heißt, hier ist besonders wichtig, dass Polizeibeamte, die in solchen Situationen sind, das erkennen können und sich angemessen verhalten können. Dabei geht es nicht, um das klar zu sagen, weil es manchmal mir auch vorgeworfen wird, der Polizeibeamte können hier keine Diagnose stellen. Es geht nicht um eine Diagnose. Es ist vollkommen unwichtig, ob das ein Wahn, eine Schizophrenie oder was auch immer ist. Entscheidend ist, das habe ich auch zu Beginn schon gesagt, die konkrete Situation, in der die Beamtinnen und Beamten eben erkennen, das läuft nicht rund, wie sonst die Betroffenen reagieren nicht. Das hat natürlich auch den Hintergrund, dass wir generell uns in der Gesellschaft mit psychischen Störungen und den Menschen, die diese artikulieren oder zeigen, schwer tun. Das ist bekannt, dieses Phänomen, hat was mit Unsicherheit und Unwissenheit zu tun. Natürlich sind auch Polizeibeamtinnen und Beamte davon betroffen. Andererseits muss man natürlich sagen, dass sie viel häufiger mit solchen Situationen konfrontiert sind und damit eigentlich auch damit anders umgehen können müssten. Dennoch wird von ihnen die Problematik oftmals falsch eingeschätzt. Vor allem wird immer eine Gefahr angenommen, die von diesen Personen ausgeht, unabhängig, ob sie ein Messer haben oder nicht oder eine andere Waffe. Ich komme dazu gleich nochmal. Vieles besteht da auch aus Unsicherheit und Verunsicherung, weil man nicht weiß, wie man diese Signale, die von der Person ausgehen, interpretieren muss. Nur scheinbar, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, haben wir es hier mit unprovozierten Angriffen zu tun. Es wird immer wieder berichtet, diese Personen sind unmotiviert auf die Beamtinnen und Beamten zugegangen. Das stimmt nicht. Alle Angriffe haben eine Vorgeschichte. Jedes Verhalten hat einen Auslöser, auch bei psychisch gestörten Menschen. Es gibt im Vorfeld Situationen, Interaktionen, Frustrationen, Unsicherheiten, Provokationen, die das auslösen und die natürlich bei psychisch kranken, gestörten Menschen anders ablaufen und auch anders hervorgerufen werden können, als bei normalen Menschen. Wir wissen auch, dass Menschen mit psychischen Störungen anders reagieren. Sie reagieren sensibler in bestimmten Bereichen, zum Beispiel durch Reizüberflutung. Und das ist genau das, was wir bei einem polizeilichen Einsatz haben. Wir haben ganz oft Sirenen, wir haben Blaulicht, wir haben uniformierte Beamtinnen und Beamte, oftmals auch mehrere. Und ein für mich ganz entscheidender Punkt, die Beamtinnen und Beamten unterschreiten oftmals die für die psychisch gestörte Person akzeptierte individuelle persönliche Distanz. Das heißt, sie kommen näher an diese Person heran, als diese tolerieren können. Und das wird dann als Angriff interpretiert, was wiederum dann als aggressives Verhalten bei den Polizeibeamtinnen und Beamten ankommt, worauf sie dann eben entsprechend mit Pfefferspray, mit Taser oder gegebenenfalls auch mit Schusswaffen reagieren. Hinzu kommt, dass sich psychisch gestörte Menschen eben häufiger als andere bedroht oder verfolgt fühlen. Das können sicherlich Psychiater anders erklären und auch darstellen, als ich das kann. Wichtig ist für Polizeibeamtinnen und Beamte dann eigentlich, dass man in der Situation verbal und nonverbal signalisiert, dass sie keine Angst zu haben brauchen, dass man ihnen helfen wird. Nur die tatsächlichen Signale, in Dortmund eine Maschinenpistole
in Bremerhaven zwei Polizeibeamten, die bis auf 2 Meter an ihn herankommen, ist dann eben eine ganz andere. Und vor allen Dingen auch der Pfefferspray-Einsatz ist in meinen Augen in diesen Situationen ein ganz entscheidender Auslöser, weil diese Personen ganz, ganz oft gar nicht wissen, was mit ihnen geschieht. Auf der anderen Seite Pfefferspray bei psychisch gestörten und kranken Menschen nicht so wirkt wie bei normalen. Das heißt, sie haben eine andere Schmerzschwelle. Sie reagieren darauf aggressiv, angreifend, spüren den Schmerz auch nicht so stark. Und deshalb löst Pfefferspray dann in aller Regel erst diese Aggressionen aus, auf die dann reagiert werden muss. Hinzu kommt, auch das wissen wir, dass psychisch gestörte Menschen oftmals verbale und nonverbale Botschaften total entgegengesetzt wahrnehmen, dass wir hier nicht im Grunde 1:1 von normalen Interaktionen ausgehen können. Auf der anderen Seite gibt es frühe Warnzeichen, die darauf hinweisen, dass mit dieser Person etwas nicht stimmt. Nehmen wir den Fall von Kenny aus den USA mit den abgeklebten Außenspiegeln und diesem Störsender, der rausgeworfen worden ist. Da musste jedem Polizeibeamten klar sein, hier haben wir ein Problem. In Bremerhaven, sie sind in die Wohnung gekommen, haben gesehen, dort gibt es nichts mehr außer einem Gasherd, mit dem er sich ab und zu mal was gekocht hat. Die Wohnung steht unter Wasser. Es war auch amtsbekannt, dass Mohamed Idrisi psychisch gestört war. Klare Signale in Mannheim ebenfalls. Und hier ist meine Forderung, dass hier eine andere Einsatztaktik angewendet werden muss. Es muss anders kommuniziert werden als in regulären, normalen Fällen. Auf der anderen Seite, und auch das wird mir immer vorgeworfen in diesen Diskussionen, Polizeibeamte müssen teilweise sehr schnell reagieren. Sie müssen Gefahr abwenden. Und klar, wenn eine Person mit einem Messer in einer Fußgängerzone unterwegs ist, muss schnell und gegebenenfalls auch mit einem tödlichen Schuss reagiert werden. Hier haben wir eine konkrete Gefahr. Aber wenn wie in Dortmund ein 16-Jähriger im Garten einer Jugendhilfeeinrichtung, die umzäunt ist, wo er nicht weg kann, sitzt, sich ein Messer vor den Bauch hält, dann muss ich in meinen Augen nicht mit einer Maschinenpistole 5-mal auf ihn schießen, um quasi eine mögliche Suizidabsicht zu unterbinden. Das heißt, wir müssen hier zu einer anderen Situation kommen. Das Problem ist eben, wir haben das in einem anderen Beitrag beschrieben, Kahneman, der Nobelpreisträger, hat unterschieden zwischen schnellem und langsamem Denken. Langsames Denken heißt, ich kann rational überlegen, was ist die beste Lösung für eine Situation. Schnelles Denken heißt, ich muss aus dem Bauch heraus reagieren. Und Polizeibeamte müssen in ganz vielen Situationen aus dem Bauch heraus reagieren. Und das bedeutet eben, dass sie dann falsche Entscheidungen treffen. Zu den Situationen, die solche Konflikte auslösen können, will ich nur ein paar Stichworte anfügen, weil ein Punkt für mich auch die posttraumatische Belastungsstörung ist in diesem Kontext. Der Fall in Dortmund, wir wissen noch zu wenig, aber wir wissen, dass dieser junge Mann aus dem Senegal geflüchtet ist und während seiner Flucht sicherlich diverse Erlebnisse gehabt hat. Und ich rede hier zu Fachleuten, die können das besser beurteilen, was das bedeutet, eine posttraumatische Belastungsstörung, wo dann plötzlich Flashbacks auftreten, die zu bestimmten Reaktionen führen. Wenn es beispielsweise bestimmte Geräusche gibt, die assoziiert werden oder auch Gerüche oder eben auch Personen in Uniformen. Das, glaube ich, ist ein bestimmter Punkt. Borderline-Störung artikuliert sich auch oftmals. In dem Bremer Fall hat dann Mohamed Idrisi den Polizeibeamten gegenüber gesagt, als sie sagten, sie würden jetzt Taser einsetzen, das könnt ihr, ich bin aus Stahl, das macht mir nichts. Das heißt, wir haben hier einerseits durchaus noch eine Ebene der Kommunikation, andererseits aber eben mit ganz unterschiedlichen Bereichen. Substanzinduzierte Psychosen sind ebenfalls sehr wichtig. Es gibt hier einen Fall aus den Niederlanden, Sammy Barker. Da gibt es ein Video von, der ganz offensichtlich nach Drogengebrauch nicht mehr in der Lage ist, seine Umwelt vernünftig wahrzunehmen. Er wird dann von Polizeibeamten umzingelt und am Ende erschossen. Die Situation ist auch hier wieder so, dass das Verfahren eingestellt wurde.
Die Familie strebt eine Neuaufnahme an. Wir schauen mal, was daraus wird. Zu den Handlungshinweisen und zu den strukturellen Veränderungen, die wir brauchen. Wir brauchen vor allen Dingen als allererstes in diesen Situationen, wenn sie erkennbar sind, eine andere Polizeiphilosophie. Die gegenwärtige Polizeiphilosophie lautet, ein Problem möglichst schnell und dauerhaft zu lösen. Das ist im Grunde genommen in der DNA von Polizeibeamten und Beamten verankert. Sie rennen von einem Einsatz zum nächsten, mit Pausen dazwischen, aber Probleme müssen gelöst werden. Sie verkörpern staatliche Autorität und sie meinen auch, diese Autorität muss anerkannt werden und die Menschen müssen ihr folgen. Und genau das ist eben bei psychisch gestörten Menschen gerade nicht der Fall. Hier muss es nur darum gehen, Selbst- und Fremdgefährdung zu verhindern und etwaige staatliche Strafansprüche oder eine schnelle Problemlösung hintanzustellen. Ich brauche in diesen Situationen Zeit. Und das ist etwas, was die Polizeien in den USA inzwischen auch in ihre Richtlinien reingeschrieben haben. Zeit und Distanz von der Person als ganz wichtige Elemente, die es zu beachten gibt. Enge Räume sind zu vermeiden. Wir wissen, dass die Selbstkontrollmechanismen bei psychisch gestörten Menschen schnell überfordert sind, dass Stress sie überfordert. Alles das ist zu vermeiden. Uniformen möglichst zu vermeiden, wenn Zivilbeamte oder Beamte in Zivil verfügbar sind, die einsetzen. Nicht umkreisen die Person, Abstand halten. Wenn Polizei in großer Zahl vor Ort ist, die verdeckt vorhalten, um eben diesen Bedrohungsaspekt möglichst gering zu halten. Der andere Punkt, der vielleicht hier besonders diskussionswürdig ist, ich habe bewusst diesen Fall in Mannheim mit reingenommen und auch im Fall von Dortmund sind psychiatrische Einrichtungen involviert. Im Fall Bremen auch. Hier hatte der sozialpsychiatrische Dienst angeboten, mit zu dem Einsatz zu kommen. Das Angebot ist von der Polizei nicht wahrgenommen worden. In Dortmund war der 16-Jährige in einer psychiatrischen Einrichtung. In Bremen war er in Langzeitbehandlung und in Mannheim kam er aus einer Einrichtung. Das heißt, wir haben hier ganz offensichtlich auch ein gewisses Kommunikationsproblem. Angeblich war in Mannheim ein Arzt mit vor Ort. Das ist nicht wirklich aufgeklärt bis heute. Jedenfalls ist meine Forderung, dass Polizei immer dann, wenn es um solche Situationen geht, als allererstes versucht, sich professionelle Hilfe zu holen, Kontakt aufnimmt mit einer sozialpsychiatrischen Ambulanz. Leider haben wir nicht in allen Städten inzwischen entsprechende 24/7 Möglichkeiten. In Berlin soll das jetzt geschaffen werden. Es wird mir immer wieder vorgeworfen, ja, die Psychiater und Psychologen können nicht so schnell vor Ort sein wie die Polizei. Wenn man den Aspekt Distanz und Zeit berücksichtigt, kann das kein Problem darstellen, weil ich kann gerade in vielen Situationen die Situation einfrieren, indem ich eben Distanz halte, indem ich versuche, die Situation so zu beruhigen, dass keine Gefahr für andere oder für Dritte besteht. Bodycams als vielleicht vorerst vorläufig letzter Punkt in diesem Bereich. In den USA ist es so, dass sie eingeschaltet werden müssen in allen Situationen. Wir haben zudem die Kameras in den Streifenwagen, die auch im Fall Kenny das genau aufgezeichnet haben. Das haben wir in Deutschland nicht. Es gibt auch in Streifenwagen solche Kameras. In ganz seltenen Fällen hat man dann auch das Glück, mal in einem Verfahren eine solche Aufzeichnung zu bekommen. Ich hatte dieses Glück vor einigen Jahren, um dann deutlich zu machen, dass Polizeibeamte sich falsch verhalten haben. Die Bodycams werden in Deutschland vollkommen anders eingesetzt als in den USA. Sie sind in Deutschland reine präventive Maßnahme, um Polizeibeamtinnen und Beamte vor Dritten zu schützen. Das heißt, sie können sie einschalten, sie müssen sie nicht einschalten, sie können sie einschalten, wenn sie das Gefühl haben, damit eine Person davon abzuhalten, körperliche Gewalt gegen sie anzuwenden. Es gibt keine Verpflichtung,
sie einzuschalten, wenn Polizei Selbstgewalt anwendet. Und es gibt auch keine Kopplung, wie wir es aus den USA kennen, beispielsweise zwischen Taser und diesen Bodycams, dass in dem Moment, wo der Taser gezogen wird, automatisch die Bodycam ausgelöst wird. Das hat der Innenminister Reul in NRW jetzt zur Prüfung angekündigt. Ich bin mir relativ sicher, dass das nicht kommen wird, weil die Polizeigewerkschaften hier ein klares Veto einlegen. Es gibt klare Hinweise, die haben wir an verschiedenen Stellen auch veröffentlicht, wie Polizeibeamtinnen und Beamte sich verhalten sollten. Ich habe oben schon gesagt, das Problem des schnellen und langsamen Denkens spielt hier eine Rolle. Da kann es von Vorteil sein, wenn mehrere Beamtinnen und Beamte vor Ort sind, wie beispielsweise in Dortmund. Nur die Erfahrung zeigt, auch im Fall George Floyd, das ist gerade nicht von Vorteil, weil die nicht intervenieren. Die USA sind inzwischen so weit, dass sie das Thema Police Bystander, also Personen, die bei einer Polizeimaßnahme dabei stehen als Polizeibeamte, dass die auch strafrechtlich belangt werden, wenn sie nicht intervenieren. George Floyd, die Beamten sind inzwischen bestraft worden. In Deutschland ist es so, dass die Kolleginnen und Kollegen, die dabei stehen, selbst hinterher in einem Strafverfahren ganz oftmals nicht aussagen, weil sie sich selbst belasten würden. Auch hier brauchen wir mittelfristig eine Lösung, dass diejenigen, die dabei stehen und vielleicht eher das langsame Denken umsetzen können, weil sie nicht unmittelbar selbst den Finger am Abzug haben oder den Pfefferspray einsetzen, sondern aus der Distanz heraus das beobachten, dann sagen, stopp, halt, tretet mal 2 Schritte zurück oder auch 10 Schritte. Wir gucken mal, ob wir das anders lösen können. Die Modelle, die wir in den USA haben, zuletzt die eigene Notrufnummer 988, also zusätzlich zu 911 die 988, weil man erkannt hat, dass in vielen Fällen Polizeibeamte falsch sind bei solchen Einsätzen. Inzwischen mit gutem Erfolg wird entweder gemeinsam mit Polizei gefahren oder diese Personen fahren alleine zu den Situationen und lösen sie dann entsprechend. Vor dem Hintergrund muss man auch die Diskussion über Defund the Police verstehen. Da ging es nicht um die Abschaffung der Polizei, wie einige hier behauptet haben, sondern es ging darum, Mittel aus der Polizei in den Bereich der sozialpsychiatrischen Versorgung zu verlagern, um dort eine bessere Unterstützung zu bekommen. Letztlich brauchen wir eine strukturelle Veränderung in der Polizei, weil viele Beamtinnen und Beamte in diesen Situationen, das wissen wir auch aufgrund eigenen Forschungen, aus verschiedenen Gründen überfordert sind, auch aus persönlichen Gründen, weil sie selbst unter Umständen unter Stress, selbst unter psychosomatischen Belastungen leiden und dann natürlich anders reagieren. Wir brauchen ein stabiles und konstruktives Arbeitsumfeld. Wir brauchen Polizeiführung, die solche Situationen klar aufarbeitet und auch in die Öffentlichkeit klare Signale transportiert, dass das gemacht wird und dass daraus eben auch entsprechende Konsequenzen folgen. Leider ist das in Deutschland, Stichwort Fehlerkultur in der Polizei, nur in ganz, ganz seltenen Fällen wirklich gegeben. In allermeisten Fällen wird das dann, wenn nicht sofort, dann zumindest mittel- bis langfristig unter den Teppich gekehrt, weil man glaubt, die Polizei darf keine Fehler machen. Und das ist ein eklatanter Irrglaube. Polizeibeamtinnen und Beamte machen genauso viele Fehler. Und da sie häufiger handeln als andere, in solchen Situationen auch häufiger Fehler als andere. Vor allem aber brauchen wir eine stärkere Kooperation zwischen psychosozialen Diensten und der Polizei. Und das müssen beide leisten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.